Der Künstler hat seinen Namen eingraviert. Made by Red Skull. Also der Totempfahl hier. Und hier ist noch ein Totempfahl. Schauen wir auch mal an. Made by Sharptooth. Der Affenkopf ist nicht so schlecht, was? Hat aber eine Menge Ohrenschmalz, der Gute. Ja, der ist schon ziemlich eindrucksvoll, würde ich sagen. Wäre eine tolle Touristenattraktion, wenn jemand die Insel finden würde, natürlich nur. Wie sind Sie denn hier gestrandet, guter Mann? Naja, ich bin mit einem Freund vor 20 Jahren hierher gesegelt. Wir wollten das Geheimnis von Monkey Island Trademark lüften. Aber mein Freund hatte einen tragischen Unfall, der ihn dann schließlich das Leben kostete. Und allein konnte ich ja dann nicht mehr nach Hause segeln. Ich habe also einer Gruppe Schimpansen das Segeln beigebracht und sie nach Billy Island Trademark geschickt. Sie sollten Hilfe holen und mich dann retten. Aber irgendwas muss da passiert sein. Wieso sind Sie denn nicht mit den Affen mitgefahren einfach? Mehrere Wochen auf einem Schiff voller Affen? Sag mal, tickst du nicht richtig? Und Sie sind hier ganz allein auf der Insel? Ich bin die, sagen wir mal, einzige zivilisierte Person auf der Insel. Hier sind ein paar eingeborene Jäger und Sammler noch. Naja, Kopfjäger und Sammler. Aber ich rede nicht mit ihnen. Das sind nämlich Kannibalen, aber die sind total ungefährlich, solange du ihnen nichts leihst. Haben Sie den Kannibalen denn was geliehen? Ich habe ihnen meinen Bananenpflücker geliehen, aber nie zurückgekriegt. Dafür habe ich dieses große Wattestäbchen bekommen. Es öffnet den großen Affenkopf, den sie anbeten. Nicht, dass ich da jemals rein müsste. Aber wenn sie ihn wiederhaben wollen, dann will ich erst meinen Pflücker. Eine Sache des Stolzes, du verstehst? Dann geben Sie mir doch einfach den Schlüssel zum Kopf. Nee, sonst kriege ich meinen Bananenpflücker doch nicht wieder. Das geht doch nicht. Naja, mein Name ist übrigens Guybrush. Ich würde ja gerne jemanden retten. Na, hier bin ich. Toll, dass du mich retten willst. Obwohl du ruhig hättest etwas früher kommen können, Junge. Zu Hause sollte mein Briefkasten vor 19 Jahren schon aus allen Nähten geplatzt sein. Auf geht's, los. Das war nicht genau das, was ich meinte. Ich kam eigentlich hierher, um die Gouverneurin von Mealy Island Trademark zu retten, die von einem Geist gekidnappt wurde. Oh, na gut, dann rette mich eben nicht. Mir gefällt's hier ja. Bitteschön, den Wind im Rücken, den Regen im Gesicht und die Würmer im Essen. Es gibt nichts Schöneres für mich. Vielleicht könnte ich dich ja auch mitnehmen. Aber zuerst muss ich wirklich die Gouverneurin retten. Ich glaube, sie ist auf diesem Geisterschiff. Oh, okay. Ich hab dir doch erzählt, dass sie mir den Bananenpflücker nie zurückgegeben haben. Und den wirst du brauchen, wenn du zum Geisterschiff willst. Was ist denn eigentlich mit ihren Hosen passiert, sagen Sie mal? Was denn für Hosen? Ja, entschuldigen Sie, ich habe ein dringendes Geschäft zu erledigen. Ja, ich auch. So, der andere Totenfall, den hatten wir schon. Made by Sharptooth. Und da ist ein riesiger Affenkopf. Nun, das ist der zweitgrößte Affenkopf, den ich je gesehen habe. Aber hinkommen wir da nicht. Hier ist eine Nase. Wow. Drücken geht nicht, aber wir können die Nase ziehen. Dann geht das Tor auf. Das Blöde ist nur, sobald wir durch das Tor gehen wollen, lassen wir die Nase los und das Tor geht wieder zu. Also gehen wir nochmal in den Dschungel. Und gucken wir mal, wie wir in den Affenkopf dann hineinkommen. Eine Flussgabelung. Mystisch. Exotisch. Junge, hier ist es voll heiß. Was haben wir denn da? Ein Damm. Schau an Damm. Jean-Claude Van Damme. Ich sehe nichts Besonderes, aber einen Zettel sehen wir hier. Schau an Zettel unter Felsen. Den interessanten Stein nehme ich dann aber auch mit. An die Monkey Island Trademark, Kannibalen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie den Affenkopf anbieten, der gleichzeitig als meine Wohnung und geheime Basis dient.
Aber bitte räumen Sie die Überreste Ihrer Menschenopfer doch bitte aus meinem Vorgarten. Ja, außerdem sollten Sie den Affenkopf nicht betreten. Geisterpirat Le Chuck. Briefkästen wären hier mal ganz sinnvoll. Oh, hier kann man die Sonne anschauen. Moment. Schau an, Sonne. Ich will später noch was sehen. Dann gehen wir hier mal den Weg nach oben oder die Fußstapfen nach oben. Da ist noch ein Zettel. Andy Monkey Island Trademark. Kannibalen. Bitte nicht mehr bewegen. Es ist sorgfältig ausbalanciert. Herman Toothrot. Soll wohl so eine Art Kunstwerk sein. Ach ja, schau an, primitives Kunstwerk. Entweder ist es eine reflektive Inkarnation des Weltbilds oder vielleicht ein Brett und ein paar Steine. So, das können wir hier nämlich rumdrücken und pressen und was weiß ich. Weiter geht's nicht, na gut. Und dann können wir nämlich hier noch weiter nach oben auf den Berg gehen. Und von da aus, ach schön. Moment. Ich kann diese Aussicht nicht oft genug genießen, obwohl ich sie schon seit 20 Jahren auswendig kenne. Und obwohl es die einzige gute Aussicht auf dieser Insel ist. Ja, die Aussicht ist wirklich schön. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe nämlich hier ein dringendes Geschäft zu erledigen. Ja, ich hier auch. Der alte Kackwitz wird niemals alt. Mal schauen, ein Haufen Stein. Huch. Was ist denn da los? Ach, das hat man bei Kyrenia doch auch schon mal. Ich erinnere mich. Sieht auf jeden Fall spannend aus. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Wenn der hier mal ausgescrollt hat, unterbreche ich mal ganz kurz die Aufnahme und bin gleich wieder da. Bis gleich. Und weiter geht's. Jetzt sind wir wieder da und es ruckelt auch nicht mehr. Das heißt, wir können ja fröhlich umherstiefeln und es zieht nicht mehr nach. Ist irgendwie ein Fehler mit der DOS-Box und Fraps. Ich weiß leider nicht genau, woran es liegt. Aber zur Abwechslung gehen wir mal hier aufs Plateau und beobachten eine kleine Verarschung, die LucasArts damals für einen Branchenkollegen eingebaut hat. Moment. Hey. Oh nein, du hast es echt verkackt. Du kannst nur noch laden, neu starten oder das Spiel beenden. Pam. Unten war ein Gummibaum. Und das Fensterchen, was da gerade kam, das gab es damals immer in den Sierra Adventures, bei Leisure Suit Larry, bei King's Quest, bei Space Quest. Sobald man da irgendwie verkackt hat und da gab es zahlreiche Möglichkeiten, dann musste man immer einen Spielstand laden. Und bei LucasArts, die Adventures zeichneten sich dadurch aus, dass man halt so gut wie gar nicht sterben wollte. Da musste man sich schon sehr anstrengen, dass man das irgendwie hinbekommen hat. Wie zum Beispiel Guybrush, der dann ertrinkt. Und das werden wir später bestimmt auch nochmal sehen. Schauen wir mal. So, jetzt aber schubsen wir erstmal den Stein. So, den da. Und mal gucken, was passiert. Hey, eh. Boom. Dann haben wir, naja, wir haben einen Stein weggeschossen. Das ist jetzt nicht so richtig episch gewesen. Wo geht's denn wieder zurück? Hallo, zurück, da. War jetzt nicht wirklich episch, aber wir können ja mal versuchen, hier unten das Ding zu justieren. Die Wippe oder wie auch immer man das nennen will. Die alte Klumpenflitsche ziehen wir dann mal ein bisschen zurecht und dann nehmen wir uns mal ein neues Steinchen, weil wir können ja hier so oft rumprobieren, wie wir fröhlich sind. Ich lege ihn einfach hier hin. Und dann drücken wir den auch mal wieder runter. Boom. Hoppala. Das war dann wohl die Sea Monkey, die er da kaputt geschossen hat.
Also mit Rückreise ist jetzt nichts mehr. Ziehen wir nochmal, dann ziehen wir nochmal. So. Und dann schießen wir mal das letzte Steinchen. So, nehmen wir nochmal eins. Und das drücken wir mal wieder. Boom. Uff. Sieht ganz so aus, als hätte ich einen großen Bananenbaum am Strand getroffen. Die Chancen dafür sind ganz bestimmt 1 zu 1 Million. Dann spiel doch mal Lotto, du alte Querflöte.